Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alicia Online. Hier heute am Dienstag und ja, wir starten heute in die erste Advanced-Strecke. Ihr seht, ich habe sie schon ausgewählt, weil ich sie eben mal kurz getestet habe. Und ich hatte überhaupt keinen Plan, wo man da lang reitet. Hier steht übrigens unten Consume 150 Carrots, das heißt verbraucht 150 Karotten. Ist aber nicht so, ich habe es getestet. Ich weiß es nicht, ob es noch reinkommt oder ob es früher mal so war. Absolut keinen Plan. Aber es ist jetzt definitiv nicht so. So, ja, wir starten mal. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die Abkürzungen wirklich alle was bringen. Genau, da oben steht Crossroads of the Courses Available. Ich weiß es nicht, ob sie alle was bringen. Aber ich reite sie jetzt einfach mal, einfach damit ihr seht, wo sie lang gehen. So, heute ja, wie gesagt, das erste Mal bin ich sie geritten. Ich bin sie vorher noch nie geritten. Die Abkürzung. So, und ich, wie gesagt, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, inwieweit die was bringen. Also hier geht das erste rein. Da bin ich gerade schon mal direkt angeeckt. Dann geht's hier weiter. Hier könnte ich jetzt rein theoretisch Hufeisen sammeln, wenn ich nicht so viel Schwung verloren hätte. Das versuchen wir nächste Runde nochmal besser. Hier geht jetzt gleich die nächste nach links runter. Auch hier bin ich mir irgendwie nicht so ganz sicher, ob sie wirklich was bringen, weil auf der anderen Strecke haben wir Hindernisse. Hier haben wir keine Hindernisse, gar nichts. Das heißt, ist es vielleicht besser, wenn man auf der anderen Seite... Ja, ja, doch, doch, es hat mir doch was gebracht, sehe ich gerade. So, hier lassen sich Hufeisen sammeln, genauso wie hier hinten. Wo man aber wirklich so ein bisschen jumpen muss, um das alles hinzubekommen. Oh je, das war relativ knapp gerade bei mir. Aber jetzt habe ich euch schon mal alle gezeigt. Alle Abkürzungen, die es gibt. Wir sind momentan auf dem dritten Platz. Es könnte schlimmer sein. Haben uns auf den zweiten vorgeschoben. Ja, also jetzt versuchen wir mal. Gucken wir mal, ob wir diesmal hier diese Abkürzung besser hinbekommen. Naja. Ein kleines bisschen. Aber diesmal haben wir die Hufeisen mitgenommen. Das ist hier dann so eigentlich der Hauptvorteil, wenn man diesen Weg nimmt. Es ist sowieso meistens so, dass diese Abkürzungen nicht unbedingt Abkürzungen sind, aber dass sie einem dann halt einfach irgendwie mehr Hufeisen bringen, mehr Booster einfach. Das ist so eher der Vorteil davon, habe ich das Gefühl. Hey, aber das hat uns gerade tatsächlich auf den ersten Platz geschoben. So. Muss ich hier einmal fliegen? Ich weiß es nicht, ob das hier... Ich glaube, das hier geht nicht ohne Booster. Ohne Aktiven. Ich will es zumindest nicht ausprobieren. Hier ist die Frage, hätte ich vielleicht den ersten Platz halten können, wenn ich das nicht genutzt hätte? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt keine ultra schlechte Zeit, deswegen. Das waren dann die Abkürzungen, die es gibt, diese Sonderrouten, diese Advanced Special Routen bei Silverland Coast. Vielleicht konnte ich euch ja das eine oder andere neue zeigen, was ihr vielleicht noch nicht kanntet. Vielleicht schon alleine, weil ihr noch gar nicht das Level erreicht habt, um die Strecke überhaupt freizuschalten. Kann ja sein, 46 Erfahrungspunkte haben wir bekommen. Ist nicht viel, aber mein Gott, das passt schon. Ja. Das war dann die erste der Advanced-Strecken. Morgen kommt Atkins Desert dran. Und da gibt es Wege, da habe ich überhaupt gar keinen Plan davon, wie man die erreicht, wie man da hinkommt. Deswegen werde ich da definitiv im Vorfeld auch nochmal ein bisschen schauen, hoffen, dass ich es euch auch alles zeigen kann und ich es selber hinbekomme. Ja, und das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und damit verabschiede ich mich. Bis morgen. Tschüss.